Ja, das ist super Timing, muss man vorweg schicken. Ja, absolut. Heute Gitarrenunterricht, Weihnachten, Ostern auf einem Tag und so, normal gibt es das nicht, heute schon. LP. Und ich packe dann mal aus. Genau, jetzt so viel schwätzen, auspacken. So sieht's aus. Ich musste ja schon das im Auto transportieren, ohne auszupacken. Also das war ja quasi fast schon Folter. Das ist wie wenn man für die Familie was von McDonald's zum Essen holt, ne? Ja, genau. So sieht's aus. Muss ich mal gucken, wie die Österreicher eingepackt haben. Von das Österreich. Ach so. Ja. Wusste ich gar nicht, dass ich das, aber ich habe es dann schon gesehen, bevor ich es abgeschickt habe. Also hast du jetzt einen österreichischen Akzent, wenn ich das anhöre? Oder? Wenn ich die Platte auflege, singe ich dann mit Englisch mit österreichischem Akzent. Ach ja, okay, gut. Ja, das ist authentisch. Definitiv. Ja, ich habe die Österreicher nicht verstanden, wo ich jetzt noch aufmachen muss, ohne die Platte zu vernichten. Und so ist es okay. Ja. Hier geht's. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da ist. Eine weiße Platte, sehr. Ja, die Beatles. Hat bei den Beatles schon funktioniert. Ah, hey, guck mal da. Guck mal da. Kommen wir mal raus. Schöne Picture LP. Ja, sehr schön. So ist das schöne Teil. Also ich zitter fast ein bisschen, weil ich es echt hammergeil finde. Ja. Also, und wie fühlt sich's an? Oh, meine Platte. Hammergeil. Wenn da jetzt, wenn ich es zu Hause auflege, tatsächlich noch meine eigene Musik drauf ist, das wird der Oberburner. Achso, wir haben jetzt hier top zwei Songs und zwei Songs. Ja, genau. Genau, also die Hauptsingle und die Maxi-Version ist Seite 1. Und für die Nerds. Ja. Die Seite 2, wo nur ich singe und das Instrumental für die, die sich im Singen einfach mal austesten wollen. Und sind zwei absolute Unikate, weil das kann ich von keinem verlangen. Also wenn ich das machen lassen würde und ja, das kostet mal so viel, dann würden die Leute sagen, ich spinne. Also da gehe ich lieber viermal aufs Festival wahrscheinlich. Wer dieses Ding unbedingt haben möchte, dann nur auf Anfrage, weil dann kann ich erklären, was es kostet. Alles klar, aber hat sich gelohnt. Ich ja, mal, bitteschön. Das ist echt schick. Ich mag das schicke Rosa. Ja, das hat sich ergeben durch unser OOB-Logo. Sonst wäre ich auf die Farbe gar nicht gekommen, aber... Das ist aber auch geil. Ich sage mal, this side, other side. Ja, das gab es auch in den 80ern. Das habe ich alles kopiert. Ja, sehr schön. Ja, ja, das war's. Ja, wie immer, besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Definitiv. Das wird nachher aufgelegt, wird der Plattenspieler wieder mal rausgeholt und dann in die Wand reingestellt zwischen vielen Running Wild Platten, wenigen Edgar Platten. Aber das liegt nicht an der Qualität, sondern ja. Ich habe im Interview schon erzählt, wo es herkommt. Ja. Wahrscheinlich wird sie auch rein organisatorisch direkt neben Edguy stehen. Ne? DY kommt im Alphabet direkt ziemlich nah vor ED. Ne? Ich glaube, ich muss mal ein Foto posten. Definitiv. Alles klar, viel Spaß. Wenn ihr den Song hört. Alles klar, einwandfrei. Das war echt schick.